Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute hat es wieder mal geklingelt und ich habe meine allererste Goodiebox in den Händen. Und zwar die Goodiebox vom Monat April. Ich bin schon total gespannt und freue mich so sehr, endlich mal so eine tolle Schiebebox in den Händen zu halten. Und wenn ihr genauso gespannt seid und genauso wissen wollt wie ich, was sich jetzt hier drinnen verbirgt, dann bleibt einfach mal dran. Die Goodiebox ist eine monatlich kommende Beauty-Abo-Box. Die liegt bei 19,95 Euro im Monat und hat immer ganz, ganz tolle Produkte mit drin. Ich war schon immer sehr begeistert und habe sie mir jetzt einfach mal gegönnt. Mit einem Gutscheincode allerdings. Es gibt auch ganz viele, die so Gutscheincodes haben, wo man die erste Box mal für 9,95 Euro ausprobieren kann. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, was hier drin ist. Die vom April soll wohl auch ganz, ganz toll sein. Und ich würde sagen, wir riskieren mal einen ersten Blick. Okay. Mal schauen. Ach so, kleine Info noch vorab. Am Ende gibt es noch ein kleines Gewinnspiel von mir. So, die Box in diesem Monat heißt Upside Down. Ist doch schon mal ein sehr interessantes Motto. Und, oh, hier steht dann schon drin, was drin ist. Das will ich noch nicht sehen. Und ich würde sagen, ja, gucken wir mal. Was steht denn hier? Lade all deine Herzensmenschen zu Goodiebox ein. Freundin, Mama, Oma, Schwester, Cousine, Tante, Kollegin und so weiter, die eine extra Portion Selfcare verdient hat. Sie erhalten 50% Rabatt auf ihre erste Box und ein Willkommensgeschenk. Melden sich zwei deiner Liebsten über deinen Happy Invite Link an. Erhältst du deine nächste Goodiebox gratis. Aha, okay. Interessant. Jetzt gucken wir aber erstmal, was hier so drin ist. Und das erste Produkt ist gleich ein sehr großes Produkt. Und das ist von der Firma eCooking. Lustigerweise habe ich von denen auch ein was in meiner Verlosung mit drin. Allerdings nicht dies hier. Und zwar ist das für normales und trockenes Haar ein Repair-Shampoo. So schaut das aus. Die sind ja alleine schon deswegen so cool, weil das ist ja eine vegane, ein veganes Produkt. Wir gucken jetzt gleich mal hier rein, ob denn hier was dazu steht. Das steht ja gar nicht drin. Okay. Ich habe hier was, das steht gar nicht im Heft drin. Aber, ja, ist ein Shampoo. Erstmal gut. Wir gucken weiter. Wenn das nicht in diesem Heft drin steht, ist das dann ein Goodie? Kann das sein? Weil das ist nicht im Heft. Wäre natürlich sehr cool. Wir gucken trotzdem weiter. Hier ist wieder ein HelloFresh-Gutschein im Wert von 50 Euro. Wer das da Interesse hat, ihr könnt mich gerne anschreiben. So, los geht's jetzt mit den Produkten, die auch tatsächlich hier drinne stehen. Und zwar ist das einmal von der Firma Fix & Rouge eine Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream in Plush Pink. Okay, das Packaging sieht schon mal ziemlich cool aus. Jetzt gucken wir mal hier rein. Okay, es ist also eine Creme. Und wir gucken hier mal. Sagt Ciao Kakao zu glänzenden T-Zonen. Diese mattierende Limited Edition Creme hilft dir, das Erscheinungsbild von Poren und feinen Linien zu minimieren. Für eine glattere Haut, die perfekte Basis für ein makelloses Make-up bildet, das den ganzen Tag hält. Einfach vor den Auftragen des Make-ups mit den Fingerspitzen auf der T-Zone und über vergrößerte Poren gleichmäßig verteilen. Alternativ kannst du die Creme auch über der Feuchtigkeitscreme tragen für einen natürlichen nude-matten Look. Das klingt total cool. Bei mir wird wahrscheinlich eher das Zweite passieren. Sehr interessant. Und holy moly, ne? 40 Euro kostet das Teil hier. Nicht schlecht. Weiter geht's. Und zwar haben wir hier von der Firma Ivy Aya eine Handcreme. Das ist mit Kakaobutter und Vitamin E. Sieht auf jeden Fall total interessant aus. Sie hat kein Parfüm drin, was sehr gut ist und ist auch wieder 100% vegan. Und ist recycelbares Plastik. Sehr cool. Ist eine dänische Firma aus Dänemark. Ist mit Sicherheit schon zu. Man kann auch leider nicht durchriechen. Ich will es auch nicht aufmachen, weil
Sonst hat man hier so viele offene Packungen und die halten sich ja dann immer nur eine Zeit lang, bis wenn man die geöffnet hat. Aber auch das, cooles Produkt. Jetzt gucken wir mal weiter. Das habe ich schon oft in einem Supermarktregal gesehen. Fand ich schon immer sehr interessant. Und zwar von der Firma True Gum Kaugummis in der Sorte Zitrone. Das ist ein plastikfreier Kaugummi, biologisch abbaubar. Ich weiß gar nicht, ob hier da irgendwas dazu steht, aber auch nicht. Also ist das vielleicht auch ein Goodie. Das finde ich total geil, weil man kann ja frei von Zucker sind die auch noch. Ah ja, cool. Wenn ich mich nicht täusche, kann man die auch auf den Boden werfen und die bauen sich dann halt ab. Im Gegensatz zu anderen Kaugummis, die dann halt ewig auf dem Boden vermodern. Ne? Ziemlich cool. Weiter geht's mit einer Maske. Und zwar von Tony Moly. Das passt ja gut zu meinem Holy Moly. Und zwar ist das eine Elasticity ein Pomegranate Mask Sheet. Sieht mir nach koreanischer Maske aus. Ja genau, Made in Korea. Mit Granatapfel. Auch sehr cool. Was haben wir denn hier? Naja, ne, 5,90 Euro für so eine Maske. Nicht schlecht. Als nächstes haben wir von der Firma MCO Beauty einen... Oh, das ist ein Highlighter-Stift. Okay. Ziemlich cool. Ich habe gerade im Heft gesehen, 25 Euro kostet das Ding. Also ich vermute ehrlich schon, dass diese Box ja einen schönen Wert hat. Schaut mal, so sieht das hier aus. Wenn man das jetzt hier aufdreht, hat man dann halt hier diesen... Highlighter-Stift. Mal gucken, ob man das jetzt hier gut erkennen kann. Oh ja, da brauche ich gar nicht mehr machen. Das reicht schon. Guck mal, da hat man dann hier schon... Ich verschmiere das mal ein bisschen. Der hat auch so einen leichten pfirsichfarbenen Touch, würde ich jetzt mal sagen. Und schimmert halt auch schön, ne? Da sieht man es vielleicht von der Farbe her schöner. Ja, sehr, sehr hübsch. So, die letzten zwei Produkte. Und hier haben wir nochmal etwas von eCooking. Und sehr schön. Das ist ein Vitamin C Serum mit Hyaluron. Ey, 52 Euro. Krass, Leute. Schaut mal, das ist das mit so einem Pumper. Genau, hier ist der Pumper, da ist noch ein Deckel drauf. Das lasse ich jetzt auch mal zu. Mega cool. Dieses effektive E-Cooking Serum hat einen hohen Gehalt an Vitamin C, das eine klinisch nachgewiesene Wirkung hat. Das Serum gibt der Haut einen Feuchtigkeitsschub, reduziert feine Linien, Fältchen und Pigmentveränderungen. Mega cool. Krass. Das wird auf jeden Fall ausprobiert. Bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Und das letzte Produkt ist von der Firma Able Skincare London. Ein 3-in-1 Glycolyg Exit Molecular Boost Eye Serum. Also etwas für die Augen. So aus. Jetzt gucken wir uns dann auch gleich mal im Heftel an, was das denn so Besonderes kann. 85 Euro. Eieiei, okay. Dieses Serum ist wie ein doppelter Espresso für müde Augen. Ein wahres Boost-Serum, welches speziell für die empfindliche Augenpartie entwickelt wurde. Der Mix an enthaltenen Nährstoffen reduziert geschwollene Augen, Trockenheit, dunkle Augenringe und kleine Fältchen. Du kannst es morgens und abends verwenden und auf der gereinigten Haut vor deiner Feuchtigkeitspflege auftragen. Okay. Na meine Güte, das waren jetzt mal... eine Menge Produkte. Ich guck mal, ich habe hier mein Telefon. Wegen diesem Shampoo. Das interessiert mich jetzt, weil das ist ja in dem Heft nicht drin. Und ich möchte euch aber da auch gerne noch einen Preis für sagen können. Okay. Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Das Shampoo mit 250 Milliliter kostet auch so um die 20, 22 Euro ungefähr. Was jetzt hier noch mit drin war. Ich muss mal gucken, ob das ein Goodie gewesen ist, noch zusätzlich für meine Bestellung. Wer weiß, steht nicht mit drin.
Ich werde euch auf jeden Fall jetzt hier mal den Gesamtwert der Box einblenden. Und wenn man bedenkt, die kostet regulär 20 Euro, mit Gutscheincodes kann man die auch für 10 Euro erhalten. Und wenn ich die Einzelwerte von den Produkten so sehe, ist das ja wirklich ein unfassbar krasser Wert im Vergleich. Ja, was soll ich sagen? Erste Box und wow, Hammer. Also richtig interessante und tolle Produkte drin mit einem wahnsinnig hohen Wert. Ist mir klar, dass das nicht in jeder Goodiebox so ein hoher Wert sein wird, aber habe ich doch mal ein gutes Händchen für meine erste Box, würde ich sagen. Wozu wir jetzt aber kommen, ist noch eine Verlosung. Und zwar einmal im Monat gibt es ja bei mir eine Beautybox zu gewinnen mit ein paar Produkten, die ich auswähle. Und das ist in diesem Monat auch wieder so. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Produkte sich in diesem Monat in der Beautybox befinden, die ihr gewinnen könnt. Und zwar sind das einmal von Vilou. Jetzt sieht man es. Der pflegende Cremeschaum mit Slushy Apple. Das ist wohl auch eine limitierte Sorte gewesen, so wie ich das gehört habe. Dann kommt mit dazu von Brushworks Double-Ended Brow Brush. Also es ist ein Augenbrauenpinsel mit zwei Seiten. Einmal Bürste, einmal Pinsel. Dann gibt es noch ein Schwämmchen, ein Make-up-Schwämmchen. Dann von der Firma Murat ein Multi-Acid-Peeling, also so ein, jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort, Säure-Peeling. So, da war's. Dies hier. Dann von der Firma Catrice gibt es von mir den Ultimate Stay Water Fresh Lip Tint. Den gibt es dazu. Hier nicht wundern, dass das hier schon offen ist. Für ein Unboxing habe ich den halt einfach mal gezeigt. Ne? Der ist nicht benutzt, keine Sorge. Und das ist jetzt halt das von eCooking. Und zwar gibt es den Multibalm dazu. Der ist für ganz trockene Haut und Lippen. Ich zeige euch das mal hier. So sieht das drinnen aus. Kann man dann drauf machen und spendet halt extrem Feuchtigkeit. Und die 6 Sachen in diesem Monat, sonst sind es immer 5. Diesen Monat dachte ich mir, machen wir mal 6. Die gibt es alle in der Monats-Beauty-Box von mir zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, schreibe ich euch unten alles in die Infobox mit rein. Und dann hoffe ich, hattet ihr ganz viel Freude mit dem Video. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dann macht's mal gut, ihr Lieben, und tschüss!